Der Mann, der dieses einzigartige Hotel- und Gastronomiekonzept geschrieben und umgesetzt hat, heißt Uwe Klein. Mit einer Menge neuer Ideen und Weitblick ist er ein Hotelier und Gastronom mit Leib und Seele. Seine eigene Geschichte klingt wie ein modernes Märchen. In der DDR absolvierte Uwe Klein seine 10. Klasse mit Auszeichnung und obwohl auf seinem Zeugnis nur Einsen standen, bekam er keine Lehrstelle, weil er 1983 den DDR-Wehrdienst verweigerte. Also begann er als ungelernter Kellner in einer Mitropa-Gaststätte zu arbeiten. Später absolvierte er dann eine Lehre als Koch und Kellner, wodurch er nach Meiningen auf Schloss Landsberg kam, von wo aus er aber nach kurzer Zeit als politisch nicht tragbar in die damalige HO-Gaststätte Schlundhaus umversetzt wurde. 1990, ein Jahr nach der Wende, übernahm er mutig im Alter von gerade 23 Jahren als selbstständiger Pächter diese Gaststätte. Um den Erhalt zu sichern, war er 1993 gezwungen, das Schlundhaus zu kaufen und erweiterte es zum Hotel. Weil er den Bedarf erkannte und ein schlüssiges Konzept vorzuweisen hatte, kaufte und sanierte er 1996 das Objekt Rautenkranz. 1997 rettete er dann das Schloss Landsberg vor dem Aus und sanierte es nach dem Kauf. 1998 eröffnete er den restaurierten Rautenkranz und im Jahr 2000 schloss er die Baulücke neben dem Schlundhaus. 2003 übernahm er dann nach 5 Jahren Leerstand das Palais am Prinzenberg und eröffnete es nach nur einem Jahr Umbau 2004 wieder neu. Sein jüngstes Projekt ist seit 2005 die Umfunktionierung der Frohnfeste in eine Erlebnisgastronomie. Um weitere Touristen nach Meiningen zu holen, eröffnete er 2005 im weltbekannten Wintersportort Oberhof die Kloßschenke und das Informationsbüro Schlossgeflüster, inzwischen bekannt unter dem Namen Zum Gässle – Thüringer Gastlichkeit erleben, das heute Anlaufpunkt für all jene Touristen in Oberhof ist, die sich über Meiningen und die Meininger Hotels mit Flair näher informieren möchten. Angefangen hat Uwe Klein mit 5 Mitarbeitern. Inzwischen arbeiten bei der Meininger Hotels mit Flair GmbH über 50 Vollbeschäftigte. Darüber hinaus ist Uwe Klein auch noch IHK-Vizepräsident und wirkt in einer Vielzahl von Vereinen mit. Und wie es aussieht, ist seine Erfolgsstory der Meininger Hotels mit Flair GmbH noch lange nicht zu Ende. Wir laden Sie herzlich ein, unser Gast zu sein und einen Aufenthalt mit ganz besonderem Flair zu erleben. Buchungen und weitere Informationen unter der zentralen Rufnummer